Ein fröhliches Hallo hier aus der Kirche in Rosbach. Heute ist Palmsonntag und ich habe meinen Esel mitgebracht, denn an Palmsonntag ist Jesus ja auf dem Esel nach Jerusalem hineingeritten und der Esel wird uns gleich erzählen, wie das war. Esel, erzähl uns das doch mal. Ja, ich wohnte in der Nähe von Bethphage bei Jerusalem. Und an diesem Tag kamen zwei Männer und die haben mich losgebunden und mitgenommen. Ich habe mich schon etwas gewundert, aber es war klar, ich wurde gebraucht. Und dann kamen wir zu der Gruppe von Jesus und seinen Freunden. Er hatte gerade zwei Blinde geheilt. Und Jesus setzte sich auf meinen Rücken und dann zogen wir nach Jerusalem in die Stadt hinein. Und was dann passierte, war sehr schön, aber auch sehr ungewöhnlich. Viele an der Straße legten ihre Mäntel auf den Boden und Palmzweige auf den Boden. Ich bin wie auf einem Teppich gelaufen. Fast wie Blumenkinder bei der Hochzeit. Und alle waren fröhlich und alle waren aufgeregt. Sie riefen, Hosianna, hilf uns, rette uns, was heißt das? Sie riefen, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er kommt im Namen des Herrn, so haben sie uns gegrüßt. Ja, genau, so war das. Und wegen der Palmzweige heißt dieser Sonntag Palmsonntag. Jesus ritt wie ein König in die Stadt, aber nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Und nicht mit einer Streitmacht, sondern sanftmütig, mild und freundlich. Er wird als König und als Retter gefeiert. Ja, aber leider waren nicht alle fröhlich. Manche waren wütend und böse, dass er kam. Sie haben ihn gefangen und sie haben ihn umgebracht. Ja, und dann erst an Ostern ist er durch die Auferstehung zu einem besonderen und großartigen König und Retter geworden. Und davon profitieren wir bis heute. Damals kam er nach Jerusalem hinein und heute kommt er in unser Haus, in unsere Familien und in unser Herz und das tut uns gut. Und ein Segen für dich. Es segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus als Retter und König. Sanftmütig, mild und freundlich. Er segne dich heute und morgen. Amen.